HWK TV hat sich in der heutigen Sendung ganz dem Sport verschrieben. Es geht natürlich um die Fußball-Weltmeisterschaft. Außerdem porträtieren wir den jüngsten Le Mans-Sieger aller Zeiten, Mike Rockefeller, und stellen ihn Optikermeister Carlo Wagner vor, der gerade von einem ungewöhnlichen Olympia-Einsatz zurückgekehrt ist. Viel Spaß dabei! DTM, diese drei magischen Buchstaben faszinieren seit Jahrzehnten Motorsportfans. Seit 2007 greift Mike Rockefeller für Audi ins DTM-Lenkrad und bewegt seinen A4 mit 460 PS erfolgreich über Rennstrecken in aller Welt. Die Krönung seiner noch jungen Motorsportkarriere aber erreichte der gebürtige Neuwieder, der in der Kfz-Werkstatt seines Vaters zum Kfz-Mechaniker ausgebildet wurde, am 13. Juni 2010 mit dem Gesamtsieg beim 24-Stunden-Klassiker von Le Mans. Kein Zufall, denn Rockefeller gilt als fleißig, gründlich, zielorientiert und ist ein Teamplayer. Seine Erfolge verdankt er so in der Mannschaftssportart Motorsport auch der Mechaniker-Crew, mit der er regelmäßig vor den Rennen alle Abläufe probt, so wie hier auf dem Flughafen in Mendig. Der jüngste Le Mans-Sieger aller Zeiten über die Gründe seines Erfolges. Ja gut, natürlich sportlich gesehen muss man fit sein. Ganz klar, 24-Stunden-Rennen sind sehr anstrengend für die Fahrer, natürlich auch für das Auto. Das wird auch sehr belastet. Aber es war natürlich auch nicht mein erstes Rennen. Ich bin ja hier am Nürburgring auch dieses Jahr schon das 24-Stunden-Rennen gefahren. In Daytona am Anfang vom Jahr auch das 24-Stunden-Rennen und das auch schon erfolgreich beendet und gewonnen. Und von daher, ich bin mit meinen 26 auch schon einige Jahre dabei und bin da relativ entspannt. Aber der Druck war natürlich sehr hoch in diesem Jahr und umso schöner, dass es so geklappt hat. Neben Ihrer Profession als Rennfahrer haben Sie auch eine handwerkliche Ausbildung als Kfz-Mechaniker. Und ich wollte ganz gerne mal wissen, kommen Ihnen die erlernten Fähigkeiten auch im Rennsport zugute? Gut, viele meiner Kollegen haben die Ausbildung nicht und sind auch sehr schnell und erfolgreich. Ich denke aber schon, dass in der einen oder anderen Situation in meiner Karriere, in meiner Vergangenheit, mir die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker geholfen hat, weil natürlich technisches Wissen auch als Fahrer manchmal gefordert ist, wenn man jetzt speziell selber mal Hand anlegen muss, wenn man das Auto irgendwo einen Defekt hat und man steht an der Strecke und muss schauen, woran liegt es und den Mechanikern das Ganze wiedergeben. Aber auch natürlich, wenn es darum geht, das Auto zu verstehen beim Fahren, wenn man merkt, wo hängt es, man versteht genau die Technik am Auto. Also ich denke, dass es kein Nachteil ist. Ob es unbedingt jetzt ein großer Vorteil ist, weiß ich nicht, aber ich bin natürlich sehr froh, dass ich diese Ausbildung machen konnte. Und Teile dieser Ausbildung hat Mike Rockefeller hier in den Ausbildungswerkstätten der Handwerkskammer Koblenz absolviert. Zum Sportevent Fußball dieser Tage wollte HWK-TV von Lehrlingen des Jahrgangs 2010 wissen, wer wird Fußballweltmeister und warum. Ja, ganz klar Deutschland, weil wir die beste Mannschaft haben. Ja, ich sage ganz klar Deutschland. Ich spiele zurzeit den besten Fußball. Und auch, wenn man die anderen Mannschaften so sieht, da schwächeln sie alle. Ich hoffe natürlich Deutschland, aber ich denke, es wird Spanien, weil sie einfach technisch stark sind. Deutschland, klar. Wer sonst? Ja, im zweiten Spiel waren sie zwar nicht gerade so gut, aber das ist, wie man sie ja kennt, Turniermannschaft. Deutschland, also ich denke, die schaffen das auf jeden Fall, wenn sie sich ein bisschen anstrengen, der Zusammenhalt da ist, packen sie das auch. Das letzte Spiel war gut und ich denke, wenn sie so weitermachen, steht dem nichts im Wege. Deutschland, die spielen den atemberaubendsten Fußball der Welt und wir haben die besten Spieler wie Lukas Podolski, Miroslav Klose, da hat Jogi Löw alles richtig gemacht, also die mitgeholt hat. In Brasilien hauen die weg im Finale. Ja, Deutschland gewinnt 4-1, das ist ja klar. Ich denke schon, dass sie gewinnen. Wer weiß, also ich muss nicht, okay, ich glaube nicht ganz so hoch, aber ich würde mal sagen 2-1. Ja, also ich denke, wenn die wollen, dann werden die das auch schaffen. Um Sport, um den Willen zum Sieg, aber auch die Fähigkeit, über sich selbst hinauszuwachsen, ging es vor wenigen Tagen bei den Special Olympics in Bremen, bei denen der Koblenzer Augenoptikermeister Carlo Wagner und ein großes, ehrenamtliches Handwerkerteam zum Wohl der Sportler mit anpackten. Der engagierte Handwerksmeister erklärt, was die Special Olympics sind und wo er hier als Augenoptiker mit an den Start gehen konnte. Die Special Olympics ist die Olympiade der geistig behinderten Sportler. Im Gegensatz dazu kennt ein jeder die Olympischen Spiele und dann gibt es auch im Nachhinein
die Paralympics, das heißt die Olympiade der körperlich Behinderten. Die geistig Behinderten sind seit etwa 10 Jahren in Deutschland sportlich aktiv. Ich habe als Augenoptikermeister im Gesundheitsprogramm von Special Olympics gearbeitet. Im Gesundheitsprogramm werden die Ohren, die Augen, die Zähne untersucht und analysiert. Und ich war im Opening Eyes Programm. Das heißt, wir haben mit etwa 90 fachlich Personen, ich sag mal gerade, die Gesundheit der Athleten überprüft. Mit ihrer Arbeit haben sie den Start der Sportler unterstützt und ihnen die Daumen gedrückt. Wie auch aktuell den Fußballjungs in Südafrika. Und auch von Carlo Wagner und Rennfahrer Mike Rockenfeller wollen wir wissen, wer Fußball-Weltmeister wird. Ich hoffe, dass wir Weltmeister werden, weil wir eine junge und frische und freche Truppe haben, die den Wunsch zum Erfolg hat und einfach noch bissig ist, ja, zu gewinnen. Ich hoffe es. Ja, ich glaube, die Deutschen haben wirklich gute Chancen. Ich habe von Anfang an gesagt, natürlich Deutschland, klar, als Deutscher ist das ganz logisch, dass man das hofft. Aber mittlerweile glaube ich auch, dass man eine reelle Chance hat. Und ja, wer das Spiel gesehen hat jetzt gegen England, denke ich, kann jeder optimistisch sein. Jetzt gegen Argentinien wird es mit Sicherheit nochmal ganz schwer. Aber ich glaube, dass wir das schaffen. Für Mike Rockenfeller geht es nach dem Fußballkrimi Deutschland gegen Argentinien am Samstag, dann am Sonntag, den 4.7. beim DTM-Rennen auf dem Norrisring um Punkte im Meisterschaftskampf. Das Handwerk drückt an diesem sportlichen Wochenende der WM-Truppe und dem Kfz-Gesellen die Daumen. Sollten Sie als Handwerker auch an ungewöhnlichen Fällen arbeiten, im Beruf oder in der Freizeit, dann melden Sie sich bei uns. Das geht ganz einfach und unkompliziert über die Internetseite hwk-tv.de. Dort finden Sie auch ein Sendearchiv, das bis ins Jahr 2007 zurückreicht.